Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin die Paulina und ich habe hier einmal die Amalia und den Vito hier. Und heute möchten wir euch mal Feedback geben zu Vitos Kastration. Ihr wisst ja, Vito wurde im April kastriert. Und wir möchten euch erzählen, wie lief das mit der ersten Läufigkeit jetzt mit Amalia? Haben wir Veränderungen gemerkt? Hat die Kastration überhaupt was gebracht? Und was haben wir dazu beigetragen, damit Vito sich so verhält oder so gechillt sein kann, wie er jetzt ist, obwohl Amalia tatsächlich immer noch läufig ist? So, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video beginnen, noch ein paar Informationen. Registriert euch auf unserer Webseite, denn da könnt ihr Modul 1 der Welpenerziehung kostenlos testen. Schaut auf jeden Fall mal rein, da sind sehr viele nützliche Informationen für euch dabei. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt uns auch auf Instagram, denn da posten wir regelmäßig in unseren Stories vieles aus unserem Alltag, Dinge, die ihr hier bei YouTube nicht seht. Und noch ganz wichtig für uns, auf YouTube hier, wenn dir die Videos gefallen, gib uns immer einen Daumen hoch, denn das ist wichtiges Feedback für uns, motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. Und abonniert uns, aktiviert die Glocke, das ist alles kostenlos und dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. So, eine der häufigsten Fragen, die wir zu diesem Thema gestellt bekommen, ist, warum haben wir Vito kastriert und nicht Amalia? Und das hat mehrere Gründe und die werde ich euch jetzt einfach mal nennen. Zunächst einmal ist es so, dass eine Kastration bei einem Rüden ein viel kleinerer Eingriff ist als bei einer Hündin. Denn bei einer Hündin, das muss man wirklich alles aufschneiden und durchtrennen. Und bei einem Rüden ist es wirklich so, dass da nur an den Hoden operiert wird. Also die werden rausgenommen, rausgequetscht, abgeschnitten, wie auch immer. Und das ist einfach vom Eingriff her viel geringer als bei einer Hündin. Das war natürlich der erste Grund. Also hätten wir Amalia kastriert oder vielleicht auch nur sterilisiert und Vito so gelassen, dann hätten wir das Problem überhaupt gar nicht gelöst bekommen. Und der dritte Grund, und das ist auch der entscheidende Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, Amalia nicht zu kastrieren oder bei Amalia nichts vorzunehmen, ist einfach, dass unsere Tierärztin uns gesagt hat, dass sich aufgrund von dem Wechsel im Hormonhaushalt, der ja dann bei der Hündin auch wirklich stattfindet, wenn sie kastriert wird, dass der zu einer höheren Unsicherheit führen kann, aber auch zu einer höheren Aggression. Und es ist ja so, dass Amalia in gewissen Situationen unsicher ist, aufgrund von ihrer Vergangenheit. Wir wissen nicht, was da passiert ist, aber wir möchten nicht, dass diese Tendenzen stärker werden durch eine Kastration, auch wenn es nur möglich ist und nicht sein muss. Also es ist nicht immer so, dass jede kastrierte Hündin dann aggressiv wird oder unsicher. Aber wir möchten einfach dieses Risiko nicht eingehen und dann wurde uns auch von unserer Tierärztin wirklich davon abgeraten. Und wir vertrauen dieser Expertise und deswegen ist Amalia immer noch intakt und bei Vito haben wir uns tatsächlich für die Kastration entschieden. So, die Kastration von Vito ist im April gewesen und das ist jetzt 5 Monate her. Knapp 5 Monate, keine ganzen. Und wir haben bei Vito 0 Veränderungen in seinem Wesen gemerkt, was ziemlich gut ist, denn Vito ist jetzt schon knapp 4,5 Jahre alt und einen Hund erst mit 4 Jahren zu kastrieren, ist sehr gut fürs Wesen. Wir hatten das schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass wenn einfach Hunde, Rüden oder Hündinnen viel zu früh kastriert werden, dann wirkt sich das auf deren Entwicklung aus und viele von denen bleiben dann einfach so ein bisschen infantil. Und das haben wir bei Vito überhaupt nicht, dadurch, dass er schon mit 4 Jahren wirklich ein gestandener Hund war und danach kastriert wurde, haben wir 0 Veränderungen gemerkt. Also wir können nicht sagen, er ist fauler geworden, wir können nicht sagen, er hätte total zugenommen, wir können auch nicht behaupten, dass er jetzt irgendwie weniger Lust auf irgendetwas hat, weniger schnuppert oder sonst irgendwas. Also Vito ist geblieben, wie er ist. Er ist immer noch Vito. Jeder Hund reagiert anders auf eine Kastration und wir sind immer noch keine großen Kastrationsverfechter, sondern uns ist es wichtig, dass man wirklich darauf achtet, was ist für den Hund das Beste. Viele denken ja, so eine Kastration ist irgendwie so eine Erziehungsmaßnahme und löst alle Erziehungsprobleme, die man hat mit dem Hund. Und das wollten wir eben nicht. Wir wollten wirklich sicher gehen, dass es rein sexuell ist, also so ein sexueller Trieb, den wir damit unterbinden und es nicht etwas damit zu tun hat, dass wir die beiden Hunde nicht unter Kontrolle haben. Das heißt, wir haben auch stark davor, als wir schon gemerkt haben, da gibt es Probleme während der Läufigkeit mit Amalia. Und das heißt, dass wir erstmal Alternativen probiert haben. Wir haben nicht direkt gesagt, so okay, der hat jetzt Probleme mit der Läufigkeit, wir lassen ihn direkt kastrieren, sondern wir haben 1,5 Jahre, vielleicht sogar 2 Jahre wirklich viele Alternativen probiert. War es
Erziehungsmaßnahmen. Wir haben die wirklich ganz streng getrennt, beide räumlich, und haben drauf geschaut, wie entwickelt sich das Ganze. Wir haben viele auch homöopathische Alternativen probiert, einfach damit wir von uns behaupten können, wir haben alles getan, damit wir einen Hund vor einer Operation schützen. Letztendlich hat gar nichts davon etwas gebracht und wir mussten diesen Schritt gehen. Aber jetzt muss man auch sagen, dass Vito nicht dieses Problem erst hatte, als Amalia da war. Das wurde natürlich viel intensiver, weil Amalia läufig wurde und die beiden ja nicht räumlich so getrennt werden konnten, dass wir sagen konnten, okay, ein Hund geht jetzt mal komplett weg für 3 Wochen, während sie läufig ist. Oder dass wir das nicht komplett trennen konnten. Wir konnten es trennen, indem wir eine Tür schließen. Aber Vito hatte dieses Problem auch schon in seiner Jugend, als es Amalia noch nicht gab. Das heißt, da hat Amalia noch nicht bei uns gelebt und wir haben in Offenbach gewohnt und er war ja regelmäßig im Doggyhaus. Das könnt ihr bei den ganz, ganz alten Videos von uns noch sehen. Und da haben wir immer wieder das Feedback bekommen, hey, Vito ist so sexuell getrieben. Also er versucht wirklich alles und jeden zu rammeln. Allerdings nicht aus dominanten Gründen. Also es war nicht so, dass Vito bestiegen hat, um zu zeigen, hey, ich bin's jetzt, sondern es war wirklich rein sexuell bei ihm. Und irgendwann mal hat uns das Doggyhaus auch Aufnahmen gezeigt, weil wir haben ja diese Situation nicht gesehen. Man hat wirklich gesehen, er hat darunter gelitten. Er hatte wirklich große Probleme mit seiner Sexualität, dass er sie nicht so ausleben konnte, wie er wollte. Und deswegen haben wir uns damals, weil wir damals noch nicht wirklich final sagen wollten, wir kastrieren ihn jetzt, haben wir es erstmal mit dem Hormonchip probiert. Vito hatte den Hormonchip für 1 Jahr. Tatsächlich müssen wir aber sagen, er hat knapp 1,5 Jahre gehalten bei ihm. Und deswegen war es auch so, dass wir bei der ersten Läufigkeit von Amalia 0 Probleme hatten, weil einfach dieser Hormonchip noch gewirkt hat. Und das war sehr gut, denn wir haben gemerkt, dass in dem Moment, wo er diesen Hormonchip hatte, dieses rein sexuelle Problem weg war, aber auch in seinem Wesen an sich, sich nichts verändert hat. Beziehungsweise es hat sich tendenziell schon was geändert. Er ist fauler geworden, er ist ruhiger geworden, aber es war nicht super intensiv. Seitdem ist aber dieses Wesen geblieben, obwohl er danach nach diesem einen Hormonchip nicht mehr noch einen zweiten bekommen hat. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es sich durch den Kastrationschip damals dauerhaft geändert hat und einfach so geblieben ist und wir jetzt deswegen mit der Kastration keine Veränderung merken. Das können wir jetzt momentan nicht so klar abgrenzen oder ob das allgemein etwas mit seiner Entwicklung zu tun hatte. Aber nach dem Kastrationschip, also nachdem er diesen Hormonchip hatte, hatten wir ziemlich große Angst, dass er nicht mehr wieder so dieser Vito wird, der er mal war, so dieser kleine bescheuerte Hund. Aber das kam wieder und wir hatten natürlich jetzt auch wieder große Angst, dass mit der Kastration wieder dieses extrem Faule kommt. Das haben wir tatsächlich Gott sei Dank nicht. Das heißt, da haben wir einen Unterschied zwischen dem Kastrationschip, da wurde er träge. Jetzt mit der Kastration selber haben wir aber nicht diese Änderung gemerkt, dass er träge wurde. Also er ist wirklich 1:1 genauso wie davor. Mit dem Unterschied einfach, dass er diesen sexuellen Trieb nicht mehr so stark hat oder gar nicht mehr hat. Und das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass es sich jetzt mit der Kastration nicht mehr geändert hat. So, jetzt fangen wir auch direkt an mit Amalias Läufigkeit. Sie ist jetzt in der 3. Woche läufig, das heißt, sie ist so gerade am Ende ihrer Standhitze. Da riecht sie noch extrem. Es läuft jetzt aber auch schon so ein bisschen aus. Das heißt, sie blutet nicht mehr stark. Zu Hause trägt sie jetzt auch kein Höschen mehr und sie riecht nicht mehr so intensiv für Rüden. Jetzt momentan ist eigentlich mittlerweile schon fast abgeschwächt. In der 1. Woche haben Louis und ich direkt damit angefangen, dass wir einen Partnerwechsel machen. Das heißt, ich bin mit Amalia rausgegangen und Louis ist mit Vito rausgegangen, damit wir da schon direkt neue Reize setzen. Denn für uns war es wichtig, dass Vito nach der Kastration eben nicht in dieses gelernte Verhalten wieder reinkommt. Es ist total wichtig, dass man nicht sagt, der ist jetzt kastriert und es gibt keine sexuellen Träger mehr, also ist es jetzt einfach so. Denn schon alleine Amalias Geruch und das Blut, das sind Trigger. Das sind Trigger, die einfach in dem Gedächtnis von einem Hund bleiben und einfach Assoziationen hervorrufen, wie man sich damals verhalten hat. Das ist sehr wichtig in der Natur der Tiere. Und deswegen war es wichtig für uns, dass wir da neue Reize setzen, dass er nicht immer in das alte Schema reinkommt. Louis hat also angefangen, mit Vito zu laufen, dass wir da zumindest schon mal einen neuen Reiz setzen. Wir haben Vito in dieser Zeit auch wirklich unterbunden, dass er nicht schnüffeln kann. Wir haben dazu ein Video gemacht, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Ganz wichtig, hätten wir das nicht gemacht, wären wieder Tendenzen gekommen und er wäre wieder in dieses alte Schema reingekommen. Denn wir haben gemerkt, als Amalia läufig wurde und wir das erstmal
nichts und nicht unterbunden haben, dass er schon diese Tendenzen hat. Er ist zu ihr hingegangen, er wollte sie lecken, er wollte an ihr schnüffeln. Und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, Louis arbeitet jetzt mit Vito, um neue Reize zu setzen, ich mit Amalia. Und wir haben auch gesagt, dass wenn wir nicht da sind, dass wir es nicht drauf ankommen lassen und wir beide räumlich trennen. Also abends, wenn wir geschlafen haben, haben wir beide Hunde getrennt. Oder wenn wir nicht zu Hause waren und die Hunde zu Hause alleine waren, haben wir sie auch räumlich getrennt. Einfach, dass wir da diesen Lernprozess wirklich komplett beeinflussen und es nicht drauf ankommen lassen. Denn, und das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, wir haben Vito nicht kastriert, einfach nicht, damit der Amalia nicht besteigt und dann Welpen draus kommen, sondern wir haben es wirklich gemacht, weil er psychisch darunter gelitten hat, weil es einfach für ihn nicht mehr erträglich war und er da große Probleme mit hatte. Und deswegen wollen wir einfach nicht, dass er in dieses alte Schema reinkommt. So, und in der zweiten Woche haben wir das eigentlich genauso durchgezogen. Also wir haben sie immer noch räumlich getrennt. Wir haben, wenn Vito immer wieder so Tendenzen hatte, zu Amalia hinzugehen, dann haben wir das wirklich in diesem Moment unterbunden. Also er durfte nicht zu ihr hingehen und sie beschnüffeln, sondern dass wir das wirklich kontrollieren und auch unterbinden. Das haben wir durchgezogen. Und ab Mitte der zweiten Woche war es dann ja auch so, dass Amalia in die Standhitze kam. Und da hat man natürlich schon auch Tendenzen gemerkt, dass sie extrem sich ihm aufgedrängt hat. Also sie hat wirklich ihren Po ihm in die Schnauze gestreckt. Das heißt, wir mussten dann auch schauen, dass nicht nur er diese Tendenz hat, sondern auch, dass sie ihn nicht provoziert. Weil das ist ja total unfair, wenn sie irgendwie ihren Po ihm ins Gesicht drückt, in die Schnauze, und er dann nicht reagieren darf. Das heißt, wir haben auch geschaut, dass Amalia eben nicht diese Tendenzen zeigt und dieses Verhalten unterbunden. So, und Anfang der dritten Woche von der Läufigkeit war es ja auch noch so, dass Amalia in der Standhitze war. Sie hat aber schon viel weniger geblutet. Das heißt, sie hat zu Hause jetzt auch kein Höschen mehr getragen. Und Vito hat jetzt aber auch kein Interesse mehr an ihr gezeigt. Dadurch, dass wir es wirklich konsequent unterbunden haben, haben wir gemerkt, da kommen keine Tendenzen von ihm. Sie hat es immer mal wieder probiert, weil sie natürlich Lust darauf hatte. Sie ist da ein sehr williges Hündchen. Aber wir haben das unterbunden von ihrer Seite aus und hatten jetzt in der dritten Woche, obwohl sie kein Höschen mehr getragen hat, obwohl sie natürlich dadurch vielleicht auch noch ein paar Tropfen Blut verloren hat in der Wohnung, hatten wir jetzt nicht mehr das Verhalten von Vito gesehen, dass er zum Beispiel zu den Blutflecken hingelaufen ist und das wirklich tief eingeatmet hat. Das hat er überhaupt nicht mehr gemacht. Das heißt, da sind wir jetzt beruhigt, dass es wirklich sehr gut geklappt hat. Was wir euch damit sagen wollen, ist einfach, dass eine Kastration nicht alle Probleme löst, sondern man muss auch wirklich in der Erziehung noch viel an vielen Schräubchen drehen, dass es auch wirklich so bleibt. Man kann den Hund nicht einfach nur kastrieren und sagen, okay, das Problem ist gelöst. Wir sind froh, dass es bei uns so gut geklappt hat, dass Vito jetzt auch schon nach so kurzer Zeit, also es sind jetzt 5 Monate, wo die Kastration her ist, und dass es trotzdem schon so gut geklappt hat bei der ersten Läufigkeit nach der Kastration. Und ich denke mal, wenn wir jetzt bei der nächsten Läufigkeit in circa 6-7 Monaten von Amalia, wird Vito gar keine Tendenzen mehr zeigen. Ansonsten würde uns natürlich interessieren, habt ihr beide Geschlechter zu Hause? Also habt ihr eine Hündin und einen Rüden? Und wie habt ihr das Problem geregelt? Haben überhaupt eure Hunde Probleme? Waren sie vielleicht schon von Anfang an kastriert, sterilisiert, weil ihr sie aus dem Tierschutz hattet? Erzählt es uns unten gerne in den Kommentaren. Wir sind gespannt, wie andere damit umgehen mit dem Thema. Wir sind wirklich mittlerweile zufrieden, dass wir es getan haben, auch wenn wir sehr viele Zweifel hatten am Anfang. Es war für Vito einfach die beste Entscheidung. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach, und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss!